Hühnchen. Yeah, I'm getting hungry, Mario. Yeah, this is me too. But I prefer fish, no magma. Maybe I can cook a fish on the magma. Sorry. Oh, liegt mir fast. Good. Steht sie irgendwie. Meine Sonne kommt aufgehen, tut sie da. Das ist Süden. Westen ist halt ziemlich schnell Schluss. Also wenn du da irgendwo hinstellst, ist auch gut. Stellen? Ich würde sie stellen. Ziehen. Naja, fast. Das müssen wir mal anziehen, glaube ich, das Ding. Ja. Oder speist es so raus wie möglich. So weit raus wie möglich, genau. Ja, ist auch gut so. Ein paar Steine drauf und gut ist. Okay. So, jetzt erstmal schauen, das geht auch was drum. So, eigentlich, also das Seismometer, das ist ja hier drunter und das ist der faseroptische Kreisel, also Rotationsmessgerät, auf demselben Monument installiert, weil beide Bewegungen, also sowohl diese Rotationsbewegung, die Kippbewegung, als auch die Translationsbewegung hin und her und rauf runter, die soll für beide Instrumente zu sehen sein, gleich zu sehen sein. Also sprich, die stehen jetzt auf einer Aluplatte. Und wenn die Aluplatte jetzt irgendwas macht, dann sollen die beiden Instrumente dasselbe sehen. Sie messen natürlich physikalisch leicht unterschiedliche Größen. Die eine die Neigung und das andere Neigung plus Translation. Und über den Rotationssensor kriegen wir jetzt eben raus, wie viel Neigung das Seismometer erfährt, plus welche Bewegung dieses Monument insgesamt noch macht. Und wie gesagt, das Ganze kommt eigentlich aus der Navigation, also es ist eine sogenannte inertiales Navigationsgerät, Inertial Motion System, was uns die Raumlage von so einem Punkt wiedergibt. Und das konnte man bisher in der Güte, in dem Frequenzbereich, in dem breitbandigen Frequenzbereich nicht bekommen. Das ist jetzt neu mit dem. Man sieht noch, das ist ein relativ großer Aufwand, auch mit den Geräten, die wir sonst noch reinbauen müssen, Solarpanel und Batterie. Der Sensor braucht noch für so ein mobiles Gerät noch ein bisschen zu viel Strom. Also von der Wattzahl her ist er noch ein bisschen ungünstig. Da hoffen wir, dass wir in Zukunft noch bessere Geräte dann bekommen, die dann ein bisschen mehr feldtauglich sind, dass man sie in so einer Umgebung aufstellen kann. Weil letztendlich muss man jedes Watt, das man hier verbraucht, eben tragend auch erzeugen, indem man eben das Zeug hochdreht. Das ist in anderen Observatoren, wäre es wurscht, aber wenn wir das mobil einsetzen, vor allem im Vulkan, dann ist es sehr wichtig, wie viel der Strom braucht. Gut, das wird immer in einem Loch installiert, das Ganze, weil wir wollen, dass das thermisch gut abgeschirmt ist und dass der Wind auch nicht so toll angreift hier. Also es soll nachher eigentlich kein Hügel sein, es soll einfach nur eine ebene Fläche sein.
Der Sand hier, der Vulkansand, eignet sich sehr gut für die thermische Isolation. Also das ist einfach dann von der Temperatur merkt man da keinen Unterschied. Das ist vor allem wichtig für das Breitbandseismometer, das jetzt schon hier installiert ist und weg ist. Genau. Und jetzt machen wir hier die Isolation fertig und dann schauen wir uns das mal an, ob das gut ist, was wir da gemacht haben. Wichtig ist, dass die Sensorik ausgerichtet ist, dass wir wissen, wie die Sensoren zu der Quelle stehen. Der faseroptische Kreisel hier, der kann selber Norden sehen, natürlich. Ich messe den nur so ungefähr ein. Der Seismometer hier, der muss nach Norden gedreht werden, der kann das selber nicht messen. Und ich mache da meistens immer Fotos von beiden, weil da weiß ich die Position auf 1 Grad genau und da weiß ich sie vielleicht auf 5 Grad genau. Und mit dem Foto kann ich dann das noch ein bisschen rauskorrigieren. Wir haben hier, das sieht man schon nicht mehr, das ist schon leicht vergraben, ein Seismometer mit 3 Translationskomponenten im Prinzip, die eben aber empfindlich sind gegenüber Neigung und Neigungsbewegung. Und die müssen jetzt, die stehen auf einer Grundplatte, das ist wichtig, die sind jetzt nicht etwa separat, sondern die müssen auf einer Grundplatte stehen, damit die physikalisch dieselben Bewegungen sehen. Die müssen quasi, wenn der Vulkan irgendwas macht, sich wegbewegt und kippt, dann muss die Platte genau das machen und beide Sensoren müssen das aufzeichnen. Das sind 2 verschiedene physikalische Größen. Einmal ist es Drehen und Neigen und einmal ist es die Translation, das Hin- und Herbewegen, wobei das Seismometer eben das große Problem vom Seismometer ist, dass es auch neigungsempfindlich ist. Mit dem Sensor, mit dem faseroptischen Kreisel, kriegt man diese Neigungsempfindlichkeit des Seismometers aber raus. Das kann man rausrechnen. Und dann haben wir nur noch die Translation und die Drehbewegung. Genau das wollen wir haben. Das sind dann 6 Komponenten, die unabhängig sind voneinander der Bewegung von dem Gebilde hier, dem Vulkan. Also was man hier sieht ist, klar, das eine ist die Stromversorgung vom Gesamtsystem. Läuft hier über Solarpanel, haben wir da unten stehen, relativ großes, was aber leider nicht ganz reicht, um das unterbrechungsfrei zu versorgen. Was weiter hier noch drin ist, ist die Datenaufnahmebox. Also es kommt das Signal von dem Rotationssensor hier rein über ein Netzwerk. Und hier wird es einfach abgespeichert. Das ist ein ganz kleiner Rechner mit einer SD-Karte und der speichert eben die Daten ab. Normalerweise, wenn ich jetzt ein Modem hätte, könnte ich die Daten auch hier online dann gleich empfangen. Und das hier ist der Digitalisierer, den wir benutzen für das Seismometer. Das ist noch ein extra Teil. Alle müssen natürlich Zeitzeichen synchron haben. Das geht über GPS. Hier in dem Fall haben wir 2 GPS-Sensoren, einen für den Fock und einen für das Seismometer, das sind die Dinger hier. Genau, und das war es dann eigentlich schon.
jetzt sieht man nicht mehr den kleinen, nee, den kleinen Smoker, oder? Ja. Ja, so ein bisschen. So ein bisschen. Da, jetzt kommt er wieder raus, genau. Also wir haben insgesamt im ganzen Kratergebiet hier drei Stationen stehen, also drei Sechskomponentenstationen, so heißt es ja. Eine hinter diesem Rücken Richtung Westen, dann ein Stückchen runter, das ist die nächste Station, die ist etwa 100 Meter von dem Krater entfernt. Dann haben wir eine hinten auf dem, in Verlängerung zu dem Krater, Ausrichtung nach Nordosten, und eine haben wir jetzt da hinten stehen. Und die da hinten werden wir abbauen und ein Stückchen nach unten legen. Da sieht man es wieder, genau. Und mein Ziel des Ganzen, also was ist eine Sechskomponentenstation? Das ist eigentlich ganz einfach erklärt. Eigentlich ist das ein Raumlagesystem, was wir hier aufbauen. Also ich kann dann in jeder Sekunde, Bruchteil von einer Sekunde feststellen, wie der Boden sich gerade bewegt, also wie er steht. Und das konnte man bisher mit klassischen Seismometern eben nicht. Ganz zumindest, weil ein Seismometer immer so ein bisschen... Schön, da kommt... Das ist Torione, genau, das Dunkel, das ist fast nur Asche, ein altes Material. Aber jetzt könnte es sein, dass der andere kommt. Das macht er gerne. Jetzt sieht man gut. Ja, richtig, genau. So ein klassisches Seismometer kann eben nicht unterscheiden zwischen Drehen, also die Translation oder eine Kippbewegung. Eigentlich wollen wir nur sowas sehen mit dem Seismometer, eine Hin- und Herbewegung oder rauf, runter. Sobald ich einen Seismometer kippe, kann ich das nicht unterscheiden, ob ich es kippe oder so hin und her bewege. Und mit diesen neuartigen Rotationssensoren kann man das jetzt auflösen. Der ist nur ausschließlich sensitiv auf Drehbewegung. Und normalerweise ist das eingebaut auch in Flugzeugen. Jetzt kommt wieder eine Aschewolke. Genau. Da ist so viel Material auch dabei, gell? Dass man das so hat. Ja, jetzt ist der, genau. Aber heute ist er deutlich zu sehen. Ja. In Flugzeugen ist sowas drin, in jeder möglichen Form. Also man kennt diese Kreiselkompasse, das ist im Prinzip auch sowas. Und künstlicher Horizont, nur sind die viel, viel unempfindlicher wie das, was wir hier aufbauen. Das ist eben was ganz Empfindliches. Wir wollen ganz kleinste Dreh- und Kippbewegungen und Hin- und Herbewegungen auflösen können. Und das Ziel ist zu zeigen, dass man mit den Sensoren, mit weitaus weniger Sensoren, dasselbe erreichen kann wie mit vielen. Also eigentlich eine Einsparung an Sensorik, und die macht dann Sinn, wenn ich eben schwer hinkomme. Und klar, ein Vulkan ist immer, man sieht es ja, man muss alles hochtragen, man muss alles tragen, es ist schwierig. Die Wetterbedingungen spielen eine Rolle, also kann ich mit weniger Stationen kann ich einfacher maintainen, also warten, als wenn ich jetzt da 20 Stationen stehen hätte. Dann kriege ich sicherlich dasselbe raus letztendlich, aber ich habe deutlich mehr Aufwand als mit diesen drei einzelnen Stationen. Und weil wir noch das Ganze aus einem anderen Winkel noch anschauen wollen, bewegen wir den jetzt heute darunter ein Stückchen, um dann auch einen anderen Blickwinkel auf die Kraterregion zu haben. Wir haben das Experiment schon mal in einer leicht anderen, mit Prototypen von den jetzigen Instrumenten gemacht. Da war der Vulkan allerdings sehr schwach, nur aktiv. Da kam schon was raus, aber noch nicht das, was wir so richtig wollten. Das ist immer so bei der Geophysik, anders wie bei der klassischen Physik. Wir müssen warten, dass die Natur was macht. Und das kann einfach sein, dass wir jetzt hier stehen und kommt keine Explosion. Es kann sein, dass die dann morgen kommt, wenn wir alles abgebaut haben. Also das ist einfach das Risiko mit Naturdaten, also die Daten, die man in der Natur erhebt. Und wir haben einen Sensor auch in Hawaii stehen, und da allerdings die ersten Ergebnisse sehr gut. Die Erdbeben, die dort begleitend zum Vulkanausbruch stattgefunden haben, waren eben sehr groß, sehr stark, und da sind wir deutliche Effekte, also Rotations- und Kippeffekte. Das sieht ganz gut aus. Aber für mich ist der Vulkan eben sehr... sehr wichtig, man weiß schon relativ viel über den Vulkan. Man kann jetzt da abgleichen, was...
Der ist anders. Der ist anders, ja. Kommt deutlich mehr. Deutlich mehr Zeug. Ja. Also ist das. Wow. Das ist ganz anders. Ganz anders geworden. Also Magma sagt man ja klassischerweise, wenn es drin ist im Vulkan. Lava ist es, wenn es draußen ist. Wobei ich, es sind natürlich Lavafetzen hier. Die Idee, wie das ganze Stromboli funktioniert, ist, dass weiter unten, also insgesamt ist da eine Magmensäule von tiefer unten bis dann fast an die Oberfläche. Und Magma hat sehr viel gelöste Gase drin, also CO2 und vor allen Dingen Wasser. Und das. Guckt der jetzt aus? Das ist der vordere. Die Löcher sind da unten? Au! 7, 8, sowas. Also normalerweise waren es immer 3 Krater. Hat man gesagt, der da. A, B, C oder C, B, H, wie auch immer. Dann gibt es noch den Namen Torione, Nordostkrater und ich weiß gar nicht, wie der Zentralkrater, ich weiß gar nicht, wie der in der Mitte heißt. Hast du da eine Idee? Ja, genau. Und das bildet, das sind ja nur die Ausgänge von dem gesamten Krater, von dem gesamten Vulkan. Das sind eigentlich nur Förderschlote. Und die verändern sich permanent in ihrer Gestalt, in ihrer Anzahl, was sie machen, wie sie es machen. Manchmal ist der Torione deutlich explosiver, jetzt ist es hauptsächlich der Nordostkrater, beziehungsweise der neue Riss da hinten, der sieht schon beeindruckend aus, muss ich sagen. Und das, was da passiert ist, an sich eine große Blase, Gasblase, kommt von tiefer unten und platzt an der Oberfläche. Und durch dieses Platzen, da kommt dann das Material, also die Lava wird zerrissen, das ist wie so eine Blasenzerreißung, wie so eine Seifenblase, die zerreißt und die einzelnen Fetzen fliegen dann durch die Luft. Das ist dann stromelianische Aktivität. Nennt man das. Genau. Also man wird es eher als Ejekta bezeichnen, als Lava in der Form. Was man annimmt oder wie das funktioniert, so eine stromelianische Eruption, ist eben, wir haben eine Magmensäule, die tief von unten anfängt, bis nach oben geht fast. Man sieht es ja hier wirklich rauskommen schon oben. Und ein Magma, das beinhaltet sehr viel gelöste Gase, hauptsächlich CO2 und Wasser. Und wenn das kälter wird und weniger Druck spürt, dann fängt es an zu entgasen. Und es steht ziemlich hoch, das Magma. Ja, es ist höher gekommen. Vorgestern auch schon, nur ja. Waren es so groß. Ja, ja, genau. Weil man sieht jetzt hier, hat man schön gesehen an dem Beispiel, da kommt eben eine Großblase, ein sogenannter Gasslack nach oben. Der kommt relativ schnell nach oben und dann platzt der oben auf. Dann zerspratzt quasi diese Blasenhülle wie so eine Seifenblase, die platzt. Und weil da relativ viel Überdruck noch da ist, macht das so einen Riesenschlag. Und dann sprüht es quasi die Oberfläche der Blase und dann noch das, was so seitlich so mit nach oben reißt, nach oben als Projektile raus. Das ist eine typische stromelianische Eruption. Also es ist kein ruhiger Lavafluss, sondern es ist eigentlich eine mehr oder weniger rhythmische Entgasung über Großblasen. Und insgesamt ist natürlich schon so, die Gefährlichkeit eines Vulkans erhöht sich durch den Gasgehalt, der frei werden kann und wie zähflüssig so eine Magma ist. Hier haben wir Glück, es ist relativ dünnflüssig, deswegen platzen die Blasen, aber es gibt selten mal wirklich was Großes, was richtig virulent ist. Während jetzt sowas wie kürzlich erst Fuego in Guatemala, da ist extrem zähflüssiges Material mit sehr viel Gasen gelöst, das will raus, das Gas. Kann aber nicht und dann irgendwann ist der Überdruck so hoch, dass es fragmentiert, also zerreißt und das sind dann richtig große Explosionen mit viel heißem Material. Ja, deswegen ist es auch hier gut, man kommt hier relativ nahe hin, ohne sich wirklich direkt in Gefahr zu begeben. Aber es ist schon besonders, dass eigentlich, dass der Vulkan seit tausenden von Jahren so stabil ist. Ja, das ist enorm.
genommen. Ohne dass eigentlich Lava laufend ausfließt, sondern eigentlich mehr oder weniger nur immer sowas stillsteht, mehr oder weniger. Genau, genau. Aber da sieht man eben auch, dass intern eine Konvektion da sein muss, weil sonst würde er ausfrieren. Das würde ausfrieren. Ja. Also es muss groß genug sein, das Fördersystem, damit es konvektieren kann. Man muss davon ausgehen, dass das Fördersystem, das große Fördersystem vom Stromboli relativ groß sein muss, weil sonst funktioniert das nicht. Also ich bringe ja heißes Material nach oben, das kühlt ab, entgast und dann sinkt es als kaltes Material wieder runter. So muss es funktionieren, weil wenn ich keine Konvektion habe, dann friert der aus, dann friert er zu, genau mit der Zeit. Also durch dieses permanente Bewegen bringe ich immer wieder frisches Material nach oben, heiz dann halt es warm oben und damit flüssig. Also muss der Förderkanal relativ mächtig sein. Das ist wie beim Pudding. Wenn der Pudding im offenen Topf da steht, dann bildet sich oben eine Haut und friert. Ja, genau. Langsam ein. Genau, und wenn ich koche, wenn er sich kocht, dann pluppert er weiter. Mhm. Genau, bis er anbrennt. Oh, der ist gescheit heiß. Okay, also hier kannst du ein Ei braten. Deutlich. Das ist wirklich hier sehr heiß. Ich sage es mal schnell mal bei 60 Grad. Ja, das ist heiß. Da verbindet man sich. Da muss man reinfassen. Das ist richtig heiß. Aber es ist doch deutlich wärmer. Und man sieht auch, wie stark dann das Material verwittert. Durch die Säuren, die dann natürlich da auch das Material angreifen. Also die Aschen enthalten dann ziemlich viel Magnetit auch, also Eisen und die Sachen. Und das alteriert dann, verändert sich dann relativ zügig. Und kann eben auch sauer sein. Also deutlich leiser. Ja, ist mehr Material drin und damit wird es natürlich schon weggedämpft. Verlierst du schon wieder durch das Hochschleudern vom Material ein bisschen an Energie. Die ganzen Kabel da rausnehmen aus der Kiste. Kabel raus. Der Laptop, den nehme dann ich. Laptop kann ich immer mit. Nein, das ist schon genug Gewicht jetzt. Ich nehme den Laptop. Ist okay. So, helfe ich dich nur? Geht es? Wie sieht es aus mit dem Gewicht? Super! Noch ein bisschen mehr.
Ich, ja, vielleicht kann man das auch tatsächlich einzeln nehmen. Senkrecht runter auf den Weg, da ist so ein kleiner Weg. Vorsicht. Immer Richtung Rolltreppe. Ja. Lift, wo ist hier der Lift?